Es gibt einen Moment, an dem das Leben verschwindet, als würde ein Schalter umgelegt, ein Knopf gedrückt, eine Schleuse geöffnet und es bleiben nur Schatten. Wenn der Punkt erreicht ist, geht es leicht, ganz leicht. Wenn der Schalter umgelegt ist, wenn die Schleuse geöffnet ist, kann man Unverzeihliches tun. Dinge, die man nie vergisst. Dinge, die man nie begreift. Dinge, die man nicht träumen will, die man nicht wissen will, nicht denken will. Kapitel 1 Zerbrechendes Glas. Skyline Hotel, New York City, Sonntag, 11. November 2007, Vormittag. Das bin ich. Weißt du was? Ich. Wer steht morgens auf, zieht sich an, die Jacke an und schaut in den Spiegel? Keine Ahnung. What the fuck? Okay. Also Leute. Halt, einen Moment. Ja, ich denke das. Okay, was? Untertitel das aus. Perfekt. Herzlich willkommen. Zurück nach einer langen Zeit, will ich nicht sagen, nach 2 Wochen ungefähr. Ich weiß, dass die vielen Klicks auf den letzten City Skylines Part hauptsächlich daher rühren, dass sich wahrscheinlich viele gefragt haben, was ist das jetzt, der letzte Part auf diesem Kanal oder was ist da los? Oder vielleicht tue ich mir selber auch Unrecht, und allen anderen. Und wahrscheinlich habt ihr alle nur das angeklickt, weil ihr meine schwungvollen Straßen so toll findet. Ja, wie dem auch sei. Soll man jetzt hier eine Erklärung abgeben? Wahrscheinlich, ne? In den letzten 2 Wochen wurde ich von meinen eigenen Problemen und Sorgen heimgesucht. Kann man das so sagen? Ich habe gespielt, aber ich habe eigentlich nichts aufgenommen, beziehungsweise das stimmt eigentlich auch nicht. Ich habe vor 2 Wochen schon was aufgenommen, aber ich habe es nicht bearbeitet oder gerendert oder hochgeladen. Ich denke, ich brauchte irgendwie diese Zeit. Ich musste mich halt um einige Dinge kümmern.
Ja, okay. Lassen wir das einfach mal so stehen. Und starten daher jetzt hier overclocked. Ich meine, es startete jetzt gerade, er hat seine Augen aufgeschlagen. Ist es nicht immer toll, einen Neubeginn mit aufschlagenden Augen zu starten? Auch wenn es einen immer sehr an Lost erinnert, zumindest mich. Ich höre mich kaum. Es ist ganz komisch. Ich habe, genau, es hat, also diese Auszeit in Anführungsstrichen, hatte jetzt auch ein paar positive Dinge. Ich habe mir ein neues Headset gekauft. Ich musste, sagen wir es mal so, weil ich jetzt am Ende bei meinem Headset, ich musste das Kabel, ich hatte ja eh schon so einen komischen Kabelbruch und ich musste da ständig mit der linken Hand, musste ich mein Kabel so halten, dass ich noch was gehört habe. Also es, ja, gut, ich habe jetzt ein neues Headset. Und das schließt extrem ab, das drückt mir alles ab. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht wird dadurch schmaler. Okay, ist doch schön. Und ich habe eine neue Tastatur. Wie es der Zufall will, hat die, ich glaube, es war letzte Woche, einfach mal den Geist aufgegeben. Also ich meine, sie war schön. Sie hatte keine Pfeiltasten. Ich hatte nur eine Taste für Pfeiltasten. Aber ich habe jetzt Pfeiltasten. Ja, also wenn ich irgendwann mal meine Tastatur, wenn ich die Tastenbelegung nicht einstellen kann, ich habe jetzt Pfeiltasten, ich möchte es nochmal sagen. Und sie leuchtet türkis. Ich meine, wow, was will man mehr? Ja, so. Ach ja, und mein Freund hat sich einen neuen PC gekauft. Was bedeutet, ich muss zum City Skylines aufnehmen, nicht mehr zu meinem Vater. Hat alles was Gutes. So, also heute, in diesem Fall, ihr werdet das, ich denke mal, wenn ich das jetzt noch bearbeite danach, was haben wir dann? Mittwoch? Genau. Ihr werdet das heute dann sehen. Also für mich ist jetzt ein Tag vorher, aber halt dann morgen, also Mittwoch. Und wahrscheinlich kloppe ich auch noch Isaac raus. Alles andere ist halt noch nicht, ja, wie gesagt, bearbeitet, gerendert. Das wird dann wieder kommen. Ich muss nur schauen. Also am Mittwoch habe ich halt einen sehr langen Tag vor mir beruflich und am Donnerstag steht eine Beerdigung an. Also, ja, ist alles nicht so schön. Aber wir wollen jetzt mal uns ablenken von diesem trostlosen Alltag. Und darum sind wir jetzt hier. Es ist für mich komplett blind. Das Spiel habe ich seit, ich weiß es nicht, 3 Jahren, 4 Jahren? Sky Terrier, das musst du mir sagen. Weil von ihm habe ich es nämlich mitgenommen, als ich das letzte oder das vorletzte Mal bei ihm war. Auf jeden Fall ist es auch schon sehr lange her, was sehr traurig ist, aber gut. Also, es ist komplett blind. Ich möchte euch aber hier nochmal diesen Klappentext vorlesen, damit ihr genau auf dem Stand seid, den ich auch habe. Overclocked, eine Geschichte über Gewalt. Das, diesen Untertitel, sagt man auch nicht, ne? Diesen Beititel werde ich sicherlich nicht reinschreiben, weil Gewalt ist ja, oh Gott, das ist ja ein böses Wort. Und das war es dann wieder mit der Monetarisierung. Naja, ist ja wurscht. Also YouTube geht auch den Bach runter. Naja, ist ja auch vollkommen, ist ja alles. Also weiter jetzt. New York, November 2007, haben wir eben schon gehört. Das war der 11. November, genau. Ich kann kaum lesen, weil es ist sehr dunkel hier. Ich sehe nur das Licht vom Bildschirm. 5 junge Menschen werden orientierungslos, verängstigt, schreiend und ohne Gedächtnis über das Stadtgebiet verstreut aufgefunden. David McNamara, das ist der junge Mann hier mit seiner Jacke in seinem Zimmer, der in den Spiegel guckt. Ehemals Nervenarzt bei der US Army, wird als Spezialist für forensische Psychiatrie ins Hospital von Staten Island berufen und mit den rätselhaften Fällen betraut? Betraut? Sagt man nicht betreut? Ich schwöre, hier steht betraut. Wahrscheinlich ist sogar betraut richtig. In behutsamen Sitzungen beginnt Dave, in den Erinnerungen der Kids nachzuforschen. Kids ist auch ein guter Film, kann ich nur empfehlen. Der Spieler schlüpft nicht nur in die Rolle von McNamara, der in der Gegenwart seine Untersuchungen betreibt, sondern übernimmt in Rückblenden auch die Steuerung der 5 Patienten. Die Erinnerungen der Patienten werden spielerisch erkundet. Und zwar chronologisch rückwärts. Ja, wie in Memento. Je weiter McNamara dabei voranschreitet, desto tiefer dringt er in die Vergangenheit vor und macht beängstigende Entdeckungen.
Punkt, Punkt, Punkt. Erleben Sie tödliche Hochspannung in einem verstörenden Psychothriller. Und das Ganze ist ab 16 und wir haben Brüste gesehen. Beziehungsweise ich habe Brüste gesehen, ihr werdet sie wahrscheinlich nicht sehen. Ich muss mir da was einfallen lassen, als ich jetzt gerade diesen Trailer gesehen habe. Weil das mache ich nicht. Ich kenne ja YouTube und ich kenne Amerika und nein. Ja, dann hatten wir, also das war hinten vom Spiel und in dem Handbuch, was ich noch gelesen habe vorhin während der Installation, steht eigentlich nur noch was über McNamara. Seit seiner Arbeit als US Army Psychiater wird David McNamara. McNamara ist übrigens der Name von, wie heißt es nochmal die Serie? Nip/Tuck. Also wir hatten jetzt schon Memento Kids, Nip/Tuck, es wird immer besser. Von unerklärlichen cholerischen Ausbrüchen heimgesucht. Seine ohnehin angespannte persönliche Situation spitzt sich weiter zu, als er nach New York gerufen wird. Dort soll er im psychiatrischen Hospital von Staten Island 5 junge Menschen untersuchen, die orientierungslos, verängstigt, schreiend und ohne Gedächtnis über das Stadtgebiet von New York verstreut aufgefunden wurden. Während in New York ein Sturm biblischen Ausmaßes wütet, rekonstruiert McNamara in psychiatrischen Sitzungen Schritt für Schritt die letzte Woche jedes einzelnen der jungen Leute und das rückwärts. Je weiter er in die Gedächtnisse seiner Patienten ein- und in deren Erinnerung zurückdringt, desto mysteriöser wird das Bild. Während er langsam dem Geheimnis auf die Spur kommt, schreitet sein eigenes Schicksal unaufhaltsam der Katastrophe entgegen. Aber David gibt nicht auf und stößt auf erschreckende Zusammenhänge, die nicht nur seine Patienten betreffen. Was uns irgendwie schon wieder so ein bisschen an Fahrenheit erinnert. Aber gut, wahrscheinlich wurde da schon wieder zu viel verraten in dem ganzen Text. Wir schauen uns das Ganze an. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe bisher, glaube ich, noch kein Point-and-Click-Adventure Let's Played. Jetzt mal abgesehen zum Beispiel von CSI. Das war ja eher so ein Sperma-Mord-Such-Bild. Okay, ich muss mir gerade ein Lachen verkneifen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und es ist komisch, wieder aufzunehmen mit dem Kopfhörer. Ich höre mich echt nicht. Das ist ganz crazy jetzt. Mein anderer Kopfhörer war so locker. Okay. Ja, es ist, ich habe auch sehr, sehr lange keine Point-and-Click-Adventures mehr gespielt. Wir legen gleich los, sorry. Weiß nicht. Also vorm Let's Playen habe ich das öfter mal gespielt. So Black Mirror und so. Und es hat mir eigentlich auch gefallen, einerseits. Andererseits hat es mich auch manchmal gelangweilt, weil irgendwie, ich weiß nicht, wenn die waren, teilweise waren sie schwer, in Anführungsstrichen, weil du halt irgendwie so ein Fitzelchen hier unten Ding nicht gefunden hast. Ja, es ist wie so ein Wimmelbild-Suchspiel, das hat mich genervt. Und es hat mich auch gelangweilt, dass du dir immer ewig viele Dialoge anhören musstest, also ich meine, man hat es ja jetzt mittlerweile auch auf meinem Kanal gemerkt, ich mag lieber so Ego-Adventures, wo die Leute halt nicht so viel quatschen und oh, wo man halt selber seinen Kopf anstrengen muss, aber nicht hier irgendwie den ganzen Bildschirm absuchen muss nach irgendwelchen kleinen Hinweisen. Ich meine, davon abgesehen, dass das Spiel uns hier den Anrufbeantworter schon gezeigt hat und den Spiegel. Okay, wir legen jetzt los und wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Ich möchte jetzt hier gar nicht so negativ reinstarten. Irgendwie tue ich das, ne? Es tut mir sehr leid. Ich habe echt Bock auf das Spiel. Es hört sich sehr gut an. Und warum ich das jetzt auch gewählt habe, also ich habe hier ein bisschen, ich hatte in der letzten Zeit ein bisschen ausgemistet. Und dabei sind mir halt so einige Spiele in die Hände gefallen, die mir der Scatteria damals gegeben hat, mitgegeben hat. Und ja, dann habe ich mir gedacht, Overclocked, das interessiert mich echt, weil hier, dass wir nicht nur ihn spielen mit seiner Jacke, sondern halt auch die Patienten und Memento rückwärts und Psycho-Thriller und wow, und ich meine Brüste, die ihr nicht gesehen habt. Ja. Großartig. Ich habe den Mantel vergessen. Die paar Sachen kann ich später noch auspacken. Welchen Mantel? Du hast eine Jacke an. Na, ist mir egal. Komm, jetzt mal Anrufbeantworter anschauen. Ein Telefon mit Anrufbeantworter. Ernsthaft? Ich hab's extra bestellt für den Fall, dass ich den PDA für die Sitzungen brauche. Jetzt mal abgesehen davon, ein Telefon mit Anrufbeantworter. Jetzt mal abgesehen davon, er hat das bestellt. Okay, wir sind jetzt gerade in einem Hotel. Ja klar, wir sind in New York. Okay, er wurde hierher gerufen, alles klar. Aber
PDA, kann man darüber nicht auch telefonieren? Kann man ihm da nicht irgendwas auf die Mailbox sprechen? Naja, ist mir wurscht. Sie haben zwei Nachrichten. Nachricht 1. Hallo Dave, hier ist Detective Moretti vom NYPD. Ich hoffe, Sie sind gut angekommen und das Hotel ist in Ordnung. Wir hatten heute Morgen um 5 einen weiteren Fall. Gleich bei Ihnen um die Ecke übrigens. Fahren Sie raus nach Staten Island. Wir treffen uns dort. Okay, cool. Ich habe übrigens, wir haben hier oben, das seht ihr jetzt nicht, vielleicht seht ihr es sogar, weil ich es euch anwende. Wir haben hier oben einen fetten, also wir haben, sagen wir mal so, wir haben genau den fetten Rand, den wir unten vom Inventar haben, haben wir hier oben auch. Und das werde ich euch, denke ich mal, wegschneiden, weil ich finde das Bild das sieht so ein bisschen gestreckt aus, auch im Trailer. Im Trailer, Entschuldigung, im Intro. Ja, also ich denke, hier oben steht wahrscheinlich sonst der Untertitel oder steht er so hier im Bild, ich weiß es nicht. Den habe ich ja eh ausgestellt, also wurscht. So, was steht da? Soll ich das jetzt lesen können? Brauche ich einen Untertitel? Ist das Deutsch? Stola ist auf Mapt Halt Hospital 11 am. Instere Joe. Was hat denn der für eine Schrift? File NPD. Joe Dingsbums und dann NYPD. Entschuldigung, ja. Ja, muss man nicht lesen können. Hat halt eine schreckliche Handschrift. Ist halt so ein Psychiater. Pendel. Ja, Pendel. Ja, das. Natürlich nehmen wir das mit. Wir pendeln unsere ganzen Fälle immer aus. Natürlich. PA, ja, danke. Jetzt brauchen wir auch keinen Telefon-Anrufbeantworter mehr. Ja, okay, das wird mir auch oben rechts jetzt im Bildschirm angezeigt. Wahrscheinlich, dass ich das aufgenommen habe. Aufzeichnung. Sonntag, 11. November 2007, 8 Uhr. Ich beginne heute früh meine Untersuchung in Staten Island. Ziel der Untersuchungen ist Erinnerungsrekonstruktion. Keine Ahnung, was mich erwartet. Ach so. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Steck mal ein. Genau, gute Idee. Können wir da nochmal hingucken? Auf den Hintern? Nein. Was ist denn das hier eigentlich? Was? Das ist ein Bug. Habe ich mal wieder einen Bug? Das ist eine Lupe und gleichzeitig das Zurückzeichen. Ja, ist es. Okay, gut zu wissen. Achso, nee, das kennen wir ja schon. Oder sind da mehr? Ich meine, es blinkt immer noch. Es sind aber nicht mehr Anrufe. Mehr oder drauf, mehr Nachrichten. Sie haben zwei Nachrichten. Ach, zwei. Nachricht 2. Achso. Aufgelegt. Wer war das? Ja, das frage ich mich auch immer, wenn ich keine Nachricht auf meiner Mailbox habe, denke ich mir auch immer, wow. Ich sollte einfach nichts mehr sagen. Also der Spiegel, da geht nichts. Okay, also ich sehe das richtig. Immer der Zurück-Button ist gleichzeitig auch die Lupe, ja. Das ist einfach, ist halt einfach so. Okay. Wollen wir nochmal kurz in den PDA schauen? Mein neuer PDA. Wieder so ein Lockvogelangebot. Ich konnte meine alte Datenbank nicht importieren und der Akku hält nicht mal 2 Tage. 2 Tage ist gut, oder? Also jetzt mal ernsthaft, also für die heutige Zeit sind 2 Tage Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Cell 72i. Mit diesem modernen Handheld-Gerät können Sie E-Mails empfangen, Sprachaufzeichnungen machen und natürlich telefonieren. Benutzen Sie die Icons auf der grafischen Oberfläche, um die Funktionen aufzurufen und zu verwenden. Am wichtigsten ist für mich die Sprachaufnahmefunktion. Ich zeichne damit Sitzungen auf oder spiele sie ab. In Gruppensitzungen kann es manchmal auch helfen, anderen Patienten Aufnahmen vorzuspielen. Früher habe ich immer ein altes Diktaphon verwendet. Ist mir einfach zu unpraktisch geworden. Also das Spiel hat selbst Humor, oder? Also die Sprachausgabe der Frau war schon cool. Und auch der Text von ihr. Okay. Meine Frau. Es ist auch ganz wichtig, dass das darunter steht, damit man das selber nicht vergisst. Na, wir sind ja bei Memento. Das ist unser Anwalt. Wahrscheinlich. Audi Mitchell Nachrichten? Nix. Können wir was Neues schreiben? Nö. So, meine Frau. Protokolle. Das war nur das, was wir gerade gehört haben, schätze ich mal. Genau. Okay, wollen wir mal die Frau anrufen?
Hallo? Hi, ich bin's. Na, alles klar bei dir? Was willst du, David? Nichts, ich wollte mich nur kurz melden, Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin. Okay, sonst noch was? Hör mal, Kim, können wir nicht? Ich muss gleich los. Also bis dann. Warte, Kim? Na, großartig. Hey, Dave, deine Ehe scheint ist voll am Start, ne? Also, so richtig. Ich möchte gerne nochmal meinen Anwalt anrufen oder welcher Anwalt das auch immer ist. Ingram? Hi, Terry. Oh, hi. Hi, Dave. Passt es gerade nicht so gut? Nein. Hast du Termine? Ja. Ziemlich turbulent gerade. Pass auf, wir sprechen heute Abend, okay? Kein Problem, bis später. Der sieht nicht nur aus, sondern der gibt sich auch wie irgendwie so ein Super-Mafiosi, ja? Oder? Aber, ja, nee, ist cool gemacht. Freut mich. Was mit dem Pendel eigentlich? Mein Pendel, echt Silber. Ich hab's zur Hochzeit geschenkt bekommen von Terry. Vorher hatte ich immer dieses Ding, das ich mir schon im Studium gekauft hatte. Für $10. Made in Hongkong. Die Frage ist, was willst du überhaupt mit dem Pendel? Die Brieftasche habe ich von Kim bekommen. Wenn ich bloß das Foto von ihr wiederfinden würde, das sie hineingetan hatte. Wenn sie das rausbekommt, bringt sie mich um. Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon egal. Mein neuer PDA. Ach so, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte noch mal... Ah ja, Terry, Kim. Okay. Dann, weil jetzt die beiden Namen auch erwähnt wurden. Kein Bargeld mehr drin. Gut, dass ich die Kreditkarte noch habe. Ja, sehr gut. Meine Premium-Card. Da steht die Telefonnummer für Notfälle drauf. Mhm. Ach so. Die habe ich jetzt in der Hand. Ich verstehe. Nee, ich möchte das wieder wegmachen. Gut. Das habe ich nämlich oben links gerade am Bildschirm gesehen. Ich möchte gerne nochmal, da wurde nämlich oben rechts, aber das, vielleicht zeige ich euch das ja auch kurz. Genau, da wurde jetzt nämlich hier eine Telefonnummer hinzugefügt, die rufen wir jetzt nicht an, oder? Wollen wir die anrufen? Komm, wir rufen sie an. Warum eigentlich nicht? Ich habe im Moment nichts zu klären mit denen. Schade, hätte ja sein können. So, es erinnert ein bisschen an Fahrenheit, so mit dem... Schnee, ich meine, gut, es ist Regen, aber so an sich irgendwie schon. Finde ich ganz cool. Können wir noch mal kurz zurück? Ach nee, hier gab es ja nichts, ne? Ich dachte gerade hier am Ding, am Bett. Bett. Oh, Bett. Überlegen. Schlafen? Nein. Überleg mal ein bisschen. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Was? Was erzählst du da? Verdammt, Träumerei? Träumen ist der Obershit. Aber gut. So, Fenster. Es lässt sich nicht öffnen. Wahrscheinlich, weil die verdammte Klimaanlage sonst nicht geht. Verdammte Träumerei, verdammte Klimaanlage. Du solltest mal deinen Wortschatz überprüfen, mein Freund. Ich will noch mal gucken, was hier noch ist. Ich habe gerade meine Hand vorm Mund, auch gute Idee. Hotellobby. Militärputsch in Afrika. 300.000 weitere Soldaten für Nahen Osten. Selbstmordattentat in Israel. Amoklauf in Shopping Mall. Dieselben Nachrichten seit 20 Jahren. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, Dave, ich kann dir sagen, in den nächsten 10 Jahren... die noch auf dich zukommen, wird sich das auch nicht ändern. Aber gut. Guten Morgen, Sir. Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Aschenbecher. Sollte man aber vielleicht nicht im Hotel rauchen hier. So, erstmal hier angucken. Erstmal vor ihm. nein, ich sag's nicht. Es tut mir leid. Ich sag's einfach nicht. Ich sollte einfach nur das Spiel aufnehmen und nicht so blöd labern. Mr. McNamara, richtig? Ja.
Willkommen im Skyline Hotel, Mr. McNamara. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht. Schätze schon. Etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit, Sir. Alles in Ordnung mit Ihnen? Wie bitte? Oh ja, doch, alles bestens. Die Nacht war etwas kurz, wissen Sie. Ich verstehe. Wissen Sie bereits, wie lange Sie bleiben werden, Sir? Wie lange? Nein, noch nicht. Wer weiß, vielleicht fahre ich gar nicht mehr zurück. Sir? Vergessen Sie's. Buchen Sie mich erstmal für eine Woche ein. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich genaueres weiß. Selbstverständlich. Wenn Sie irgendetwas brauchen, melden Sie sich jederzeit bei mir. Angenehmen Aufenthalt in New York, Sir. Tut mir leid, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich finde es irgendwie witzig, so dieses, kurze Nacht halt und so. Und übrigens hat er sich gerade so in den Nacken gefasst und dabei konnte er plötzlich nicht mehr die Frage von dem Hotel-Concierge oder sonstiges verstehen. Finde ich auch interessant. Kann ich auch nie, wenn ich meinen Nacken anfasse. Aber da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Ich bin nämlich auch echt verspannt. Also Dave, ne, hier, könnten gerne mal gegenseitig kurze Nacht mit vielen Massagen und so. Ich bräuchte noch ein paar Auskünfte. Ja, Geld, ja, brauche ich immer. Kneipe, Hospital, Gewitter. Übers Wetter, man startet immer übers Wetter. Furchtbares Wetter da draußen. Wie lange geht das schon so? Über eine Woche, Sir. Die Stadtverwaltung musste die Brooklyn Bridge sperren lassen wegen Sturmschäden. Es traut sich kaum noch jemand auf die Straße. Und ich lasse meinen Mantel zu Hause liegen. Im Moment regnet es nicht ganz so stark, Sir. Wenn Sie dicht an den Häusern entlang gehen. Dauert es ein paar Minuten länger, bis ich durchgeweicht bin. Vermutlich. Vielleicht lassen Sie sich ein paar Sachen nachschicken von Mrs. McNamara? Ja, vielleicht. Sagt man das so? Spricht man jemanden auf eine Ehe an? Naja, warum gibt er ihm nicht einfach einen Regenschirm? Ich meine, das werden sie schon im Hotel haben für ihre Gäste, oder nicht? Ich meine, ich bin jetzt nicht hier in einer Jugendherberge oder so. Und sogar die hat einen bestimmten Regenschirm, aber naja gut. Also ich brauche Geld. Wo ist hier in der Gegend der nächste Cashpoint? Sie können bei uns mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, Sir. Sicher, nur für den Fall. Ich habe mein letztes Bargeld gestern Nacht dem Taxifahrer in den Rachen werfen müssen. Für die Stadtrundfahrt. Sagen Sie, sieht man mir das eigentlich an, dass ich mich hier nicht auskenne? Die Cabbies hier in New York haben leider wenig Skrupel. Sie sind eingeschlafen im Taxi? Genau. Tut mir wirklich leid, Sir. Gleich hier in der Straße ist ein Automat des United Bank Trust. Er funktioniert auch gelegentlich, habe ich mir sagen lassen. Na, bestens. Also ich finde das Spiel witzig. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Ich finde das witzig. Und die kurze Nacht und so, ne? Das könnte auch wieder auf was ganz anderes hindeuten, so. Dass er nicht dem Taxifahrer sein letztes Bargeld in den Rachen geschoben hat, sondern er hat irgendwem anders irgendwas in den Rachen geschoben und hat da sein letztes Bargeld verloren mit... Okay, ich bin jetzt wieder ich bin zur CSI rübergewandert. Gut. Kneipe. Ich brauche die nächste Kneipe. Sagen Sie, wo kann man hier in der Gegend ein Glas trinken gehen? Ja. Jetzt, Sir? Nein, ganz so schlimm ist es noch nicht. Eher heute Abend. Unsere Bar hat bis 23 Uhr geöffnet. Ich will aber nicht in eure Bar. Es sind auch einige Lokale in der Nachbarschaft. Ja. Das Nighthawk ist gleich nebenan. Sehr gut. Nighthawk? Empfehlenswert? Wenn Sie mich fragen, Sir, eingeschränkt empfehlenswert. Es hat einen etwas zweifelhaften Ruf. Verstehe. Ich komme schon klar. Ja, aber Nighthawk. Ich meine, es heißt Nighthawk. Ja, da gibt es das berühmte Gemälde. Also, da gehen wir auf jeden Fall hin. So, und jetzt muss ich zum Hospital, weil da wurde ich hingerufen und ich weiß nicht, wo das ist. Ich muss rüber nach Staten Island. Wie komme ich da am besten hin? Sie nehmen die Staten Island Ferry. Ah, ja, den klar. Anleger finden Sie an der Südspitze Manhattans. Mhm. Okay, also wirklich die Fähre, ja? Nein, den Zug. Das wird wohl kein Spaß bei dem Wetter. Es könnte etwas schaukeln, Sir. Aber sicher ist das Ding.
Nein. Nun, natürlich hatten wir bisher noch nie ein solches Unwetter. Aber wenn das Risiko zu groß wäre, würde die Fähre nicht fahren. Aha. Na, dann will ich mal das Beste hoffen. Es ist toll. Es macht Spaß. Ich brauche eine Karte. Hätten Sie vielleicht einen Stadtplan für mich? Natürlich, Sir. Bitte sehr. Warum frage ich eigentlich den gleichen Shit, den er fragt? Besten Dank. Schreiben Sie es aufs Zimmer. Gern. Es gibt ja auch wohl kleine Karten. Naja gut, es ist halt jetzt eine fette Karte, die wir haben. Okay, tschüss. Okay, besten Dank erstmal, Mr. Flynn, Sir. Mr. Flynn. Bis später. Ja. Okay. Karte. Ein Stadtplan. Ich kenne mich nicht so gut aus. Gut, ihn dabei zu haben. Okay, das ist gut. Dann mal hier weg mit dem Lupenausgangssymbol. Treppe, nein, will ich nicht. Fahrstuhl kann ich einfach so anklicken und das sind Fiedler, glaube ich. Schade. Das wollte ich nämlich nicht. Das heißt, ich kann auch einfach die Treppe nehmen, ja? Sehe ich das richtig? Und dann bin ich, wie er läuft. Ich denke, ich nehme lieber den Fahrstuhl. Warum? Das ist gut für dein... Hier. Bad. Ist okay. Haben wir das. Lass uns bitte weitermachen einfach. Einfach weiter. Verdammt, es schüttet. Es gallert. Das heißt immer noch gallern. Ich bitte darum, Dave. Jetzt nicht. Vielleicht ist es gut, dass ich lange keinen Point-and-Click mehr gespielt habe und ich amüsiere mich einfach über jeden Shit, der kommt. Also dann. Ja, also dann. Also. Na, das kann ja heiter werden. Nee, heiter wird's nicht. Es wird eher regnerisch. Weht ihm einfach mal so ins Gesicht. New York Times ist es wahrscheinlich nicht. Sieht irgendwie anders aus. Unabhängig aktuell weltweit. $1. Gewalt auch 2007 wieder. Was? Ich kann nicht lesen. Gewalt auch 2007 weiter auf dem Vormarsch. Die Welle von Gewalttaten auf New Yorks Straßen ebbt nicht ab. Wie das NYPD gestern mitteilte, liegt die Zahl schwerer Gewalttaten für das Jahr 2007 bereits jetzt höher als im Vorjahr. Experten rechnen damit, dass der Trend ungebrochen anhält und die Quote im Vergleich zum Jahr 2006 um 30% ansteigen wird. Viele Täter sind Jugendliche und junge Erwachsene. Als Gründe für die erschreckenden Zahlen, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, werden von liberalen Kritikern vor allem die leichte Verfügbarkeit von Waffen, aber auch Perspektivlosigkeit, Armut sowie mangelnde elterliche und staatliche Fürsorge angeführt. Konservative Politiker sehen die Ursachen dagegen in unzureichender öffentlicher Überwachung, zu geringen Strafen, dem Zerfall des christlichen Moral- und Familienbildes sowie in der Gewaltverherrlichung in Medien und Videospielen. Ja, das kennen wir doch alles, oder? Ist doch auch so, ist doch alles wahr. Also ich meine, ein Mann mit dem Namen H, mit dem Nachnamen H, ich weiß nicht, ob man ihn noch auf YouTube nennen kann, der hat auch Brot gegessen. Also Brot ist auch schlecht. Sollte noch dazu stehen. Ganz wichtig. Weil er war nämlich nicht nur in Anführungsstrichen Vegetarier, sondern er hat auch Brot gegessen. Gut. Wissen wir das? Ja, christlicher Verfall. Zeitung ist weg, ist okay. Shop und da ist die Nighthawk. Ah, da gehen wir aber heute Nacht auf jeden Fall hin. Vielleicht sollten wir jetzt schon mal ein Bierchen trinken. Was? Ich will auf den Shop klicken. Nighthawk. Ist schon cool. Ein Zeitschriftenladen. Kamerafahrt. Und zurück. Wozu? Mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist gedeckt. Kamerafahrt hin und her. Naja, ich weiß nicht. Die Bunte zum Beispiel. Ich war heute erst beim Kneipenquiz. Es war wieder lustig. Jeden Monat. Es ist unglaublich toll. Und
Ich sollte mehr Bunte lesen oder so ein Shit, weil heute gab es wieder eine Frage, welches Spice Girl sich scheiden lässt. Das ist wichtig, Dave. Du solltest sowas auch wissen. Ich weiß es nämlich auch nicht. Problem beim Kneipenquiz. So, jetzt zur Bar. Ganz wichtige. Ganz, ganz wichtig. Also dann. Also dann. Sieht auch so aus, irgendwie. Cool. One way. Es gibt nur One way in die Nighthawk Bar. Direkt rein. Komm, jetzt hier. Die werden wohl erst heute Abend öffnen. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Was? Achso, haben wir schon gehabt. Oh, jetzt habe ich ihn irgendwo hingedrückt. Ne, geh mal da zurück. Kann man auch doppelblicken? Ja, kann man. Coole Sache. Gut zu wissen, weil dann halt hier ist ein Geldautomat übrigens. Kann ich... Ah. Ein Cashpoint. Oh, sehr wichtig, ja. Ein Cashpoint. Ich dachte, du willst dir Geld holen. Machst du es erst heute Abend vor dem Bierchen oder was? Na gut, von mir aus. Gut, dann Central Park. Jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun. Achso, ich dachte, wir gehen einfach weiter. Dann geh mal... wo gehen wir hin? Fähranleger, natürlich. Der läuft irgendwie komisch. Sein Gewicht hängt so nach hinten. Die Fähre scheint noch nicht da zu sein. Wow. Ich hatte gerade echt irgendwie, meine Frames waren jetzt gerade echt ein bisschen... Vielleicht frage ich mal die beiden da. Ja, vielleicht. Ist es am Regen? An was liegt das? Die sind immer noch nicht gut. Vielleicht muss ich die Einstellung ein bisschen ändern. Ich habe alles auf hochgestellt, weil ich dachte, ey, das Spiel ist so alt. Okay, den können wir nicht fragen. Ja, du kannst auch weitergehen. Also eigentlich sieht hier der eher aus wie so ein Fähranleger. Ich meine, mit einer Mütze im Regen ist auch nicht schön, oder? Eigentlich? Morgen. Morgen. Fahren Sie auch rüber? Ich will es jedenfalls hoffen. Ja, sieht nicht gut aus, das Wetter. Ich fahre zum ersten Mal, wissen Sie? Aha. Und dann gleich bei dem Unwetter. Hören Sie, Mister, es ist ziemlich früh am Morgen. Oh, verstehe. Sie sind ein Morgenmuffel, was? Bin ich eigentlich auch. Entschuldigen Sie, es ist nur... Mister, Sie... Oh. Was denn? Schon gut, ich dachte gerade... Ich habe Sie verwechselt. Die Fähre kommt gleich. Guten Tag noch. Guten Tag. Aha, der hat ihn also erkannt. Aber was erzählt er denn auch? Also... Das ist ein Morgenmuffel. Das... naja. Aber es ist Spielertrümmer. Hm. Tja, verdammtes Mistwetter, was? Man könnte meinen, die Welt geht unter. Unglaublich, dieser Sturm. Hören Sie mal, wissen Sie, was mich echt nervt? Irgendwelche Leute, ihn anquatschen. Smalltalk über das Wetter. Ah, okay. Entschuldigen Sie. Ich bin nur ein bisschen nervös. Sagen Sie, fahren Sie auch mit dieser Fähre? Yep. Ja. Öfter? Ja, öfter. Wir saufen doch nicht etwa ab damit bei dem Wetter, oder? Sind Sie nicht Schwimmer oder was? Ich will nur wissen, ob das Ding sicher ist. Sie sind nicht von hier, hm? Nein. Washington. Okay. Das hier ist die Staten Island Ferry. Wenn Sie schwimmen können, ist sie sicher. Alles klar? Dave, vielleicht solltest du mal deine Reise pendeln. Oder so. Also dann, bis später. Bis später. Also jetzt kommt die Fähre gleich. Das heißt, wir können nochmal zurückgehen vielleicht. Da war ja noch hier so ein Steg. Jetzt kannst du mal ein bisschen schneller. Und hier können wir uns nichts anschauen, ja? Scheint nicht, ne? Weil sonst würde sich der Mauszeiger irgendwie ändern. Okay, na gut.
Okay. Bushaltestelle. Wegen des schweren Unwetters kann es zu Verzögerungen im Busverkehr kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Hauptsache, die Fähre fährt noch, sonst bin ich aufgeschmissen. Ja, ist okay. Und wenn sie nicht fährt, dann fährt sie halt nicht. Dann bleibst du im Hotel und schiebst wieder irgendwem irgendwas in den Rachen. Oh Gott. Okay, wir haben sonst nichts. Fährgebäude. Das Fährgebäude. Als ich das letzte Mal in New York war, da stand es noch gar nicht. 1997 war das, glaube ich. Da haben Kim und ich einen Ausflug hierher gemacht. Und dann am Kai den Schiffen nachgesehen. Naja, das ist lange her. Ja, sowas würde jetzt nicht mehr passieren. Ach, Eingang, das wollte ich gar nicht machen. Was? Sieht aber nicht aus wie das Fährgebäude, sondern eher Eingang zur Fähre, oder? Ja, das ist die Fähre. Hier muss es sein. Sieht nicht sehr einladend aus. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gerade aufgenommen habe. Ich denke mal, es war genügend, allein durch meine ganze Laberei. Wenn nicht, dann mache ich hier sowieso noch weiter, auch in diesem ersten Part. Aber ich stoppe trotzdem ganz kurz hier, weil ich muss auf Toilette. Und dann schauen wir uns das Mental Health Hospital an und werden wohl unsere Patienten auch treffen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, entweder jetzt gleich oder dann im nächsten Part. Und ja, bis dann. Ich freue mich und ich hoffe, ihr euch auch. Tschüss.